Oper, ein Kraftwerk der Gefühle, so hat Alexander Kluge die Kunstform Oper mal bezeichnet. Wahrscheinlich hat er ja recht. Weniges vermag uns so sehr in den Bann zu schlagen, weniges vermag so stark große Gefühle auf der Bühne darzustellen. Es ist doch eine wunderbare Idee gewesen, damals ein Opernfestival und einen Wettbewerb ins Leben zu rufen, mitten auf dem Lande, mitten in Brandenburg, im schönen Rheinsberg, das den großen Vorteil hatte, ein wunderschönes Schloss und einen schönen Park zu besitzen. Und so ein Ambiente verlangt ja dann geradezu auch nach etwas Außergewöhnlichem. Nur, man muss die Idee haben, man muss drauf kommen. All das zeichnete und zeichnet Siegfried Matthus und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter vom Kunst- und Kulturverein Rheinsberg aus, die mit ihrem Engagement die Grundlage für eine Erfolgsgeschichte gelegt haben. Und diesen Grundlegern, denen geben wir zwischendurch mal einen kräftigen Beifall. Namhafte Dirigenten und Regisseure haben im Verlauf der letzten 25 Jahre mit den jungen Leuten musiziert, haben inszeniert. Und ich rufe Ihnen ins Gedächtnis Namen wie Daniel Barenboim oder Kurt Masur oder Christian Thielemann. Und nun seit 25 Jahren gibt es diese Festivalveranstaltung Kammeroper Schloss Rheinsberg und den damit verbundenen Wettbewerb junger Sängerinnen und Sänger. Das Festival ist damit nicht nur so alt wie die deutsche Einheit, es ist auch, wenn Sie so wollen, ein besonders schönes Kind der deutschen Einheit.